Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 2 Luminaries of the Legendary Line. Was ein Name. Wir gehen weiter im Geschehen. Wir sind hier im letzten Part stehen geblieben und so. Jetzt müssen wir weiter. Und zwar müssen wir jetzt erstmal zur südlichen Seite der Halbmondinsel, wo wir schon mal waren. Der Ort da ist komplett sinnlos, komplett useless. Da müssen wir nichts machen. Der ist einfach nur... Ich hasse es. Der ist einfach nur da, weil er da ist, um irgendwie auf der Weltkarte ein bisschen abzukürzen, ne? Das ist halt, die ganzen Portale sind einfach dafür da, um abzukürzen. Das Einzige, warum ich die nicht benutze, ist einfach der Grund, weil ich keinen Bock habe, mir die ganzen Portale zu merken, wohin die führen. Da schwimme ich lieber auf der Weltkarte rum. Ja. Du gehst weg, du bist useless. Haben wir direkt ins Wasser geschmissen. Nein, Nico hat doch keine Magie. Man bin dumm oder so? Aber du hast eine Weltkarte. Benutz doch die mal. Ganz kurzer Blick, weil ich einmal zu schnell gedrückt habe. Die Karte verschwindet, egal welcher Tastendruck, egal was für Tastendruck, die Karte verschwindet sofort wieder. So, nochmal Repel. Immer kurz ein bisschen warten, bevor man weiterklickt. Für ungeduldige Spieler natürlich nicht so optimal. Weltkarte, öffnen. Ja. Gut, ein bisschen weiter hier. Ich muss mich nämlich orientieren, weil das ist ein bisschen anstrengend. Das ist ein bisschen schwierig. So, und zwar von hier aus. Einfach nur ganz nach Osten. Bis zum Kontinent. Bis zum großen Kontinent. Wir gehen jetzt auf einen neuen Kontinent. Auf einen Kontinent, wo wir noch gar nicht waren. Oder waren wir da schon? Es kann sein, dass wir da schon waren, aber ich erinnere mich nicht. Ich auch schon ein bisschen länger her, als ich gespielt habe, wa? Scheiß Leveln, Alter. Scheiß Geldfarm. Wie gesagt, Leute, wenn ihr jetzt auch mal machen müsst oder Geld farmen wollt, dann klitscht es euch. Oder irgendwie. Hauptsache, ihr müsst nicht. Hauptsache, ihr levelt nicht. So, hier müssen wir hin. Ja, das ist der Ort, wo wir hinwollen. Und von hier aus müssen wir nach Norden. Ja. Von hier aus immer weiter nach Norden. Nein, bleibt auch auf dem Schiff. Oh Gott. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Und hier müssen wir hier anlegen und weitergehen. Eieieiei. So, was für Monster werden uns erwarten, wenn Repel jetzt kommt, dann wenn jetzt Repel aufhört, ignoriere ich das jetzt, weil ich gerne auch die Monster sehen würde, die es auf neuen Kontinent gibt, ne? Wir wollen ja auch alles sehen. Es gibt ja irgendwelche... Ach Gott, ach so, ja... Kane. Greif mal an. Und du kannst ja ein Item benutzen, Akina. Du hast ja den Stab des Donners. Benutzen wir mal. Auf Mandrill. Oh yes. Das ist sehr gut eigentlich. Wobei, könnte schon mehr Schaden machen eigentlich. Aber ich glaube, der Schaden ist Zufall, ne? Komm, greif einfach alle an. Ist egal. Wie viel kriegt man von denen eigentlich? Gar nichts. Wow. Gar nichts. Dann machst du einfach mal weiter mit Firebane und greif einfach mal an. Klatsch. Einen auf die Rübe gehauen. Die Dinger sind sowieso schnell tot. Okay. Haben wir das erledigt? Da, diese Stadt da, Moment. Das ist ja unser Ziel. Das ist ein bisschen versteckt hier, ne? Bisschen hier versteckte Stadt ist das. Blutige Hände. Goldorg. Okay. Mach mal Firebane. Und du machst mal Stab des Donners. Ein goldener Ork. Die kennt man ja auch, die Orks, ne? Die sehen halt in Dragon Quest immer so aus. Klatsch, klatsch. Gut. Der hält aber viel aus, warte mal. So, jetzt aber. Das reicht jetzt hier. Das reicht. Mach mal, nicht explodieren, bitte. Akina. Okay, wie viel kriegen wir denn? Na gut, ist nur ein Goldorb, ne? Wenn ich wüsste, wo es am meisten Geld gibt, aber ich habe einfach die ganze Zeit an Ort und Stelle gelevelt. Und an Ort und Stelle gefarmt.
Ich wollte mich auch nicht informieren. Ich bin da ein bisschen stur. Ich wollte auch nicht so weit vom ursprünglichen Let's Play-Part-Ende weg. Irgendwie. Ich musste aber einmal weg. Wegen dem Bug. Ja. So, wo sind wir hier? Guten Tag. Willkommen im Village von Tepa. Tepa. Alles klar. Wer bist du? Ich bin nur ein reisender Soldat. Ich habe gehört, dass Don Mahone, der in diesem Dorf lebt, ein Meister ist, aus Wasser eine Engelsrobe zu machen. Die Aufgabe ist wirklich schwierig. Und er kann das nicht einfach machen mit ohne seine Tools und Materialien, die er, also ohne seine Werkzeuge, Materialien, die er mag, die er so beherrscht, ne? Guten Tag, du bist nur wahrscheinlich ein Prediger, ne? Möge die Götter mit dir sein, ja, nö, Revive, Exorcise, Detoxitate und was, was ist, was du alles kannst. Nee, lass mal. So. Ich habe nur Gerücht gehört von meinem Freund, von meinem anderen reisenden Händler, ne? Ein mysteriöser Stein namens Mondfragment ist in den Tower, ist in den Turm des Mondes. Was? Das glaube ich nicht. Aber ich frage mich, was für eine Art Kraft hinter in versteckt ist in diesem Stein. Ach, ja, ja, wie auch immer. Bitte sag nicht, dass du besten noch, dass ich wieder. Oh, bitte. Das ist ein Waffenshop, wie kann ich dir helfen? Du müsst irgendwas kaufen, was denn? Ich habe sehr viel. Ein Falcon Sword. Okay, ist zum Glück schlechter. Magic Armor. Auch schlechter. Power Shield. Brauche ich nicht. Iron Helm. Alles schlechter. Du verkaufst echt nur Rotz. Ja, was soll das? Nee. Lass mich in Ruhe, Alter. Brauche ich nicht. Nein, ich wollte nicht raus. Scheiße. Einmal zu weit und dann ist man, hat man das, den Ort, das Örtchen verlassen. Mag ich nicht. Bleibt auf den Wegen, Leute. So. Wer bist du? Hallo. Du hast den Wassertorschlüssel zurückgebracht. Danke. Hab ich? Kann sein. Frag mich nicht. Der Turm des Mondes steht im Süden von diesem Dorf. Vor langer Zeit konnte man noch die Spitze des Turms erreichen mit dem Schiff. Zum Turm mit dem Schiff hin. Konnte ich. Aber jetzt konnte man, aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr, oder wie? Ich bin Gina. Ich frag mich, was mein unnützer Hausmann, unser Mann gerade tut. Ich denke, er trinkt wieder Wasser in der Nähe vom Wassertor. Schon wieder. Sein Süffel. Na dann. Hi. Willkommen beim Reisenden in eine Nacht kostet 220. Ja, wenn wir schon hier sind. Zwar belegt, aber scheißegal, wir schlafen auf dem Fußboden. Das ist völlig egal, Mann. Hier wird einfach gemacht, ne? Guten Morgen. So. Hallo. Verdammt. Dieser Bastard Lagos. Wenn ich nur ein bisschen schneller wäre, wäre er nicht erwischt. Oh, schade aber auch, ne? Hallo, wer bist du? Ja, komm, das ist ein Itemladen. Wie kann ich dir helfen? Was hast du denn? Gib doch mal was Gutes, Alter. Ein OP-Item zum Beispiel. Öffne das Wassertor. Wenn du das tust, wird das Wasser fließen und wieder zurück und dann wird es den Fluss wieder, den getrockneten Fluss wieder auftrocknen, enttrocknen. mein Großopa, der tut hier Sachen an, bleibt hier an Ort und Stelle stehen, ohne zu laufen und wird wiederholt einfach das, was die Leute ihm gesagt haben. Ich frage mich, was mit ihm passiert ist. Ja, was stimmt mit ihm nicht? Ja, stimmt mit den Leuten allgemein hier nicht. Gut, öffnen wir mal das Tor hier. Dieses Tür. Was ist denn hier drinne? Eine Tür nach unten. Wer bist denn du? Was ist das denn hier? Hallo. So, du hast also meine Tools zusammen. Warte. Okay, ja. Come back another day. Wir haben seine Tools gesammelt. Ich weiß auch nicht, was genau, wie und weshalb und so, aber ja. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir müssen jetzt nach oben bis zum Hund. Okay, hier ist der Hund. Was sagst du, Hund? Wuff, wuff. Okay, hätte ich damit gerechnet.
Wir müssen jetzt weit nach Norden, bis hier ein Mann ist. Okay, mit dem sollen wir sprechen. Wieso? Wie soll man dann darauf kommen? Hallo? Was? Gina? Oh, das wird geht schlecht. Bitte vergib mir. Du bist nicht Gina. Kannst du ein Geheimnis hier, kannst du das Geheimnis kannst du das Geheimnis bewahren, dass ich hier bin? Hey, soll ich? Ja, kann ich machen. Danke. Hallo? Nein. Dann Westen. Jetzt nochmal von hier aus nach Westen. Oh, da ist ja tatsächlich was. Wie kommt man denn da drauf? Okay. Was ist denn hier? Ein Schlüssel? Kann ich es öffnen? Suchen. Können wir hier irgendwas machen? Habe ich ein Item? Ah, Akina drückt den Watergate-Schlüssel in den Keyhole. Ach, jetzt, I see, I understand. Okay, cool. Ich dachte schon, ich stehe hier komplett auf dem Schlauch. Gut. Dann müssen wir jetzt, speichern. Oh boy, das ist halt auch wieder so eine Sache hier, ne? Oh boy, oh boy. Ja, wir müssen hier weg. Wir müssen das Spiel resetten, sonst kriegen wir das Ding nicht. Wo war der? Wir. Return! Oh nein, auch noch so weit weg, ey. Aber wo wir gerade. Warte mal, wir speichern hier. Wenn wir gerade hier sind. Hier war ja der Dude, ne? Und wir können hier rein. Was haben wir denn hier? Wer bist du? Das ist der. Möchtest du. Do you want to yawn? Ja. Was? Hier du? Wir haben einen aber nicht mehr. Ja, okay. Okay, die erzählen uns jetzt, wo wir den Jahren, also dieses Garn herbekommen. Das haben wir ja schon in Part 4, 5, irgendwie so, gekriegt. So, jetzt aber, was ist los mit dir? Oh, du bist doch gerade mal an so einem Ort. Ja. Er lebt hier einfach nur, weil er keine Lust hat. Na gut, dann haben wir es auch gemacht. Wir müssen jetzt einmal, leider müssen wir jetzt das Spiel resetten. Wir müssen das Spiel jetzt resetten, sonst kriegen wir dieses Zeug nicht. Dieses Water-Probe. Können wir bei dir speichern? Hallo? Oh, möge bla bla bla. Und du? Mögen Götter mit dir sein. Wie kann die Kirche dir helfen? So definitiv nicht. Okay. Hallo? Willkommen back nach Vanvodo. Miko, du reachst den nächsten Level. Brauchen wir noch da ein bisschen Erfahrung. Und so, oh Gott, wenn ich das schon lese. Lass mich da in Ruhe. Sollen wir speichern? Ja, bitte. Da. Ich habe es definitiv recorded. Möchtest du weitermachen? Ja, bitte. Ich werde jetzt einmal Sicherheitssafe anlegen und dann resette ich das Game. Warte, gib mir einen kleinen Moment. Einen kleinen Moment nur. Einen ganz kleinen Moment. Bin ich wieder da? Oh, da bist du wieder zurück. Und jetzt erzählt uns gleich das nochmal. Okay, ja. Beruhigt euch, Leute. Wir haben es überstanden. Ja, wir haben es überstanden. Gut. Nun müssen wir. Ja, wir müssen wieder zur Stadt zurück, Leute. Ist das nicht wunderprächtig? Oh, wie ich das liebe. Oh, wie ich das liebe. Ah, Repel. Akina, Repel. Ich mag es. Aber das ist das Spiel, ne? Deswegen lasse ich dir das jetzt auch drinne.
Weil wenn ich jetzt, wenn das ein Spiel gehört, dann muss ich das ja auch drin lassen. Da bin ich ja quasi ein bisschen gezwungen dazu, ne? Repel ist wieder weg. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich weiß, ihr müsst es mir nicht eher sagen. Ich habe eine Ameise. Item, Miku, Karte. Ja, guck mal bitte rauf. Ach, ich darf einmal komplett rum, ne? Und da unten im Süden, da. Ja, Leute, das, so ist das nun mal, ne? Das ist das Spiel. Ob es euch gefällt oder nicht. Aber ich mag's. Ich weiß, meine Zuschauer sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, denke ich mal. Ich weiß es, ich kann meine Zuschauer gerade echt nicht unbedingt einschätzen. Ich weiß, dass ich viele Zuschauer habe, die gerne so süße Spiele, wie zum Beispiel vor kurzem in Little Dragons Café und so weiter und Harvest Moon schauen, ne? Verstehe ich ja. Das gucken meine Zuschauer. So einige. Also da habe ich, denke ich mal, bis jetzt immer das meiste Feedback und die meisten Kommentare erhalten. Dementsprechend gehe ich davon mal stark davon aus, dass das das ist, was einige Zuschauer von mir sehen wollen. Oder dass sie gerne sehen. Ich habe. Allerdings weiß ich nicht, das letzte Dragon Quest ist halt schon ein bisschen länger her, dass ich das Let's Played habe. Dementsprechend. Ach, verdammt, ich hätte hier durchkommen, ne? Das letzte Dragon Quest ist ja schon ein bisschen her. Mein Let's Play. Und deswegen kann ich vielleicht die neuen Zuschauer. Vielleicht sind die Zuschauer der. Vielleicht sind die neuen Zuschauer ja so, dass sie gewollt sind, das auch zu verfolgen. Und ich weiß es nicht. Diejenigen, die das jetzt hier gucken, natürlich, die sind interessiert an Dragon Quest. Allerdings weiß ich nicht, ich nehme das ja hier im Voraus auf so ein bisschen. Das heißt so ein bisschen. Ich nehme das hier im Voraus auf. Und da ist das natürlich so. Man weiß nie, wie ein Projekt läuft. Ist ein bisschen ein Glücksspiel, ob ein Projekt gut ankommt, ob die Leute es gucken wollen. Zum Beispiel, zum Bleistift, ne? Weil zum Beispiel Sword of Mana. Das Let's Play war ein Überraschungserfolg. Ich habe niemals damit gerechnet. Also Überraschungserfolg, sage ich mal, in Klammern, ne? Ich habe zum Beispiel niemals gerechnet, dass das überhaupt Leute gucken. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und das hat im Schnitt über 50 Aufrufe. Also, damit habe ich gar nicht gerechnet. Überhaupt nicht. Wirklich nicht. Kann ich jetzt eigentlich durch? Oder die Brücke? Geht das? Nein, über die Brücke kann ich rüber. Gut, wir müssen aber rumlaufen, ne? Ne, eigentlich müssen wir auch durch können. Ach, halt! Es gibt noch einen anderen Zugang. Oh, please, Alter, erzähl mir doch nicht, dass das Repel weg ist. Es gibt jetzt mittlerweile, weil wir das Tor geöffnet haben, das Wassertor, gibt es einen anderen Zugang. Das sehe ich jetzt erst, weil ich die Karte noch nebenbei offen habe. Einmal hier unten entlang. Ja, und da müsste es sein. So. Gut. Ja, ist okay, Spiel. Dieses Repel, Alter, ich schwör's euch, ich hasse es. Wir müssen jetzt wieder zur Stadt zurück. Du. Geh hier lang, so egal. Nee, gar nicht wahr, wir müssen. Ach, verdammt. Wir müssen weiter. Ich habe gedacht, hier wäre schon die Stadt, aber nee. Das ist ja komplett irgendwo hier am A der Welt. So, da. Ja, Repel. Schön für dich, Repel. Danke. So, jetzt lass mich hier bloß weg. Endlich wieder hier. Das hat ja ewig gedauert. Oder ewig und 3 Tage. So, dann gehen wir noch da rein. Holen uns die Robe ab, die ihr da flechtet, aus was wie auch immer. Schließen auf, weil er sich gerne wieder einschließt. Guten Tag.
Da bist du ja. Web mal. Oh, du bist gekommen. Jetzt ist es fertig. Die Engelsrobe aus Wasser. Ist sie nicht wunderschön? Du sollst eine wunderschöne Frau ausrüsten. Gut, wer hat das? Du hast das. Engelsrobe of Water. Geb. Akina. Akina. Equip. So. Nee, Stab besonders. Ey, dafür habe ich so lange gefarmt, ne? Hätte ich das gewusst, Alter. Ja, Engelsrufen Wasser, kein Schild, kein Helm und End. Gut, da haben wir hier alles erledigt. Wir gehen jetzt nochmal kurz hier einmal kurz, ja, was gehen wir? Wir gehen hier am Fußboden schlafen. Dafür zahlen wir doch gerne hier 120 Gold. Ne? Und dann beeile ich mich, dass ich das auch noch in diesem Part gedrückt bekomme. Werde ich bekommen. Das werde ich so machen. Das werde ich so und so machen. Ich werde einmal noch kurz speichern, weil wir hier geschlafen haben. Gut. Und wir machen uns auf den Weg nach Süden. Ihr habt den Turm eben schon gesehen. Der Turm ist da. So. Gehen wir rein. So. Wir müssen vom Eingang aus nach Westen. Da ist eine... Danke. Was seid ihr denn? Meine blutige Hand. Du machst mal bitte ein Firebane. Und du hast hier ein Item mit dem Stab des Donners kannst du ja benutzen. Multi-Hit-Attacke wahrscheinlich. 50 Schaden, das ist nicht schlecht. Ich habe mir auch wieder immer noch Notizen zum Turm gemacht. Also das wird gut jetzt. So, das wird gut laufen. Ich will ja auch alles versuchen, alles mitzunehmen, was geht. Was haben wir hier? Ein Stärkesamen. Item. Stärkesamen. Benutzen. Miku. So, jetzt sollen wir nach Süden gehen. Also erstmal zurück. Und nach Süden. Genau. Da tauchen ein paar Mummies auf. Auch nicht schlimm. Und du machst mal... Weiß Stab des Donners benutzen hier auf Dings. Das kostet keine MP, das ist halt so praktisch. Das leider schon. Was, die überleben das? Ja gut, greif einfach so an, komm. Die dürfen jetzt sterben. Egal, wie viel Schaden wir machen. Gut, von hier aus nach Süden. Und dort die Treppe nehmen. Mhm. Und hier soll es irgendwo einen Schatz geben. Oder auch nicht. Da. Ey, zwei Ghule. Mach mal kein Spell. Mach einfach hier Stab des Donners. Benutzen Ghule. 25 Schaden und das noch 24 Schaden. Das ist wahrscheinlich immer zufällig. Ich denke mal, ich gehe davon aus, dass es zufällig ist. Was haben wir hier? Magic Nuss. Eine magische Nuss. Okay. Gib her. Item. Miku benutzt die magische Nuss. Kane, der braucht mehr Magie. Okay, muss mal ganz kurz gucken. Vampiros, die sehen aber nicht sehr vampirhaftig aus. Firebane. Item. Stab. Benutzen. Vampiros. Okay. Ich weiß gerade nicht, wo ich lang muss. Ich hab's mir aufgeschrieben. So. Süden. Treppe. Schatz. Wieder zurück. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Hier ist noch ein Schatz. Suchen wir mal, was haben wir denn da? 1000 blablabla Gold. Was seid ihr denn für Leute? Puppet Man.
Du machst mal bitte Firebane und du machst mal... Nee. Stab des Donners auf von Pyrrhus. Klatsch. War nicht so effektiv. Warum auch immer. Und das Schwein haut ab. Warte, war da oben noch ein Schatz? Achso, habe ich zu. Ja, hallo. Goldorg. Item. Stab des Donners. Benutzen. Vampyros. Okay. Kennkraft auch nochmal an. Der Goldorg auch. Der Goldorg. Super. Ah, komm, dann mach einfach einen Spell jetzt hier. Ich habe keine Geduld für sowas. Keine Geduld. Ich weiß nicht, wie kenn ich hab. Nee. Ich weiß nicht, ich muss mich hier orientieren. Ich habe leider keine Karte für die Ingame-Sachen. Ich habe nur die Oberweltkarte. Gut, gehen wir erstmal hier lang. Was haben wir denn da? Runter. Suchen wir mal. Ein Verteidigungssamen. Ich wünschte, ich hätte mir die Items auch noch aufgeschrieben, die man nicht bekommt, weil dann wüsste ich, wo ich bin. So, Verteidigungssamen. Benutzen. Gib es Akina. Dann nehmen wir das hier. Norden. Treppe. Wenn wir jetzt das Süd gehen, müsste der Schatz sein. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Okay. Gut. Ist noch ein bisschen die Orientierung, ist mal schwierig. Gold. Ein Verteidigungssamen. Gut, benutzen wir mal. Item. Miku. Verteidigungssamen. Benutzen. Akina. Sehr gut. Jetzt nach Norden und dann nach Osten. Bis wir zu einer Treppe gelangen. Ah, Vampyros. Firebane! Du kannst auch mal ein Spell. Mach mal Infernus. Wobei. Nee. Stab des Donners. Wer weiß, ob. Ich glaube, hier kommt ein Boss. Ich weiß nicht, ob hier ein Boss kommt, deswegen. Ich weiß es nicht. Habe ich nicht geguckt. Möchte ich so ungern wenig mal MP verbrauchen, wie es geht, ne? Gerade wenn wir Akina zum Heilen brauchen. Okay. Alles vernichtet. Jetzt nach Osten. Bis zur Treppe. Dann nehmen wir die Treppe. Soll ich das Tor öffnen? Wir öffnen das Tor. Was ist das hier? Okay. Was ist das hier? Okay. Wer bist du? Hallo. Wenn der Mond voll wird, so wird auch der Ozean, also ist entschieden. Dies ist der Turm des Mondes. Jetzt ist es das Beste für dich, dass dieses Schatz zu öffnen. Das ist entschieden. Ja. So will er das. Was? Du hast ein Mondfragment gekriegt. Ja, das Mondfragment. Yeah. Jetzt wollen wir aber nochmal. Jetzt wollen wir wissen, was bei der anderen Weg war, ne? Das machen wir noch. Da drücke ich noch rein. Guck mal, haben wir den Turm super geschaffen. Ich habe gedacht, jetzt kommt hier nochmal ein Boss. Aber nur alte Männer. Nur alte Männer. So, was ist denn hier oben? Der Weg muss sich doch lohnen. Ich weiß, ihr wollt, dass wir am Ende hier runterspringen, ne? Das werden wir tun. Oh, ein Schätzelein. Hallöchen. Was? Gebetsring. Yay. Komm, wir springen in den Tod. Das hat sich mega gelohnt. Ja. Ich gehe nochmal zum stillen Örtchen zurück. Werd mich hier heilen und wieder alles verkaufen, was wir gar nicht brauchen und so weiter. Ich gehe schon mal nach oben. Zum Inn. Beim Inn werde ich mich von euch verabschieden. Ja, so weit gehen wir noch. So weit gehe ich. So,
Leute, ich bedanke mich für euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.